Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator. Wir haben neue Quests. Und zwar schnapp sie dir, verbinde Pecunia. Oder Pecunia. Verbinde die Stadt von Pecunia, West Oakwood und Oakwood mit mindestens einer ausgeglichenen Route. Verbinde die Stadtteil Pecunia, Sunkes und Millbrook mit einer ausgeglichenen Route und verbessere den Stadtteil Pecunia auf Stufe 4. Besitze eine Route durch 5 Stadtteile mit mindestens Stufe 4. Haben wir schon erledigt. Und jetzt müssen wir Routen machen. 2 Stück. Dazu brauchen wir auch neue Busse. Und das wird schwierig mit einer ausgeglichenen Route. Gut, hier gibt es nur Negativrouten. Anders geht's nicht. Ja. Das wird eine kleine Route mit 6 leider nur. Aber mehr geht gar nicht. Gut, dann. Nein. Haben wir das schon erledigt. Und dann holen wir uns einen neuen Bus. Die Route fängt hier an. Und dann können wir Bus kaufen. In dem Bereich gar nicht. Gehen wir dahin. Boah, 35 Mille haben wir schon auf dem Konto. Das ist ordentlich Zeug. Also wir gehen definitiv nicht mehr pleite in diesem Let's Play. Gut, wir fahren durch Oakwood, ne? Also könnten wir rein theoretisch die Oakwood-Werbung drauf machen, weil das ist ja Oakwood. Genau, und dann nehmen wir das hier. Und nehmen die dunkle Innenausstattung. Und fahren los. Gut, und dann fahren wir die Route 23. Will der mich verarschen? Der hat mich doch gerade hier rumgeführt. Gut, da haben wir schon die erste Haltestelle. Ich kann das Wochenende
Ich brauche eine Fahrkarte. Oh, danke fürs Auf... Weg da. Oh, yeah.
Bitte haltet jetzt nicht alle drei da an. Alle zwei, oh. Meine letzte Haltestelle. So, dann müssen wir diesen Bus hier auch auf dieser Route einplanen. So, zack, dann haben wir das schon gemacht. Und dann steigen wir wieder aus. Und planen die neue Route. Wir haben ja noch Zeit. So. Route 24. Eine ausgeglichene Route zwischen Duster, Sunkiss und Millbrook. Sunkiss haben wir ganz, ganz viele Plusser. Das heißt, wir können hier ein bisschen hin und her fahren. So, 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Und dann brauchen wir noch Millbrook. Millbrook hat 4 positive. Dann nehmen wir hier 1, 2 mit und 2 in Millbrook. Guck gerade. So, dann haben wir die ausgeglichen und eine etwas längere Strecke. Aber das ist ja kein Problem. Nein. Dann haben wir das auch und dann fangen wir hier oben wieder an mit dem Fahren. Das heißt, wir müssen hier wieder den Bus kaufen. Und dann fahren wir in die nächstgelegene Lackiererei. Das wäre die hier. Ups. Und dann gucken wir mal, was wir hier für okay, das kriegen wir auch noch. Dann nehmen wir Spring of Affection. Und dann hier so diese helle Farbe. Innenausstattung können wir so lassen. Und dann brauchen wir nur noch das Nummernschild.
Gut, und dann würde ich sagen, fahren wir die Runde einfach nochmal zusammen. Wie lange geht die? 17 Minuten, ja, das packen wir schon hier. Geht die Folge halt wieder ein bisschen länger. Aber dann haben wir die Quest hier wenigstens noch in dieser Folge fertig gemacht. Oder zumindest ansatzweise. Wir haben leider nicht so viel Farbe. Das kommt bestimmt, weil wir diese Quests, die da sind, also diese Nebenaufgaben, nicht machen. Da schaltet man 100 Pro die ganzen Sachen frei, aber da habe ich ja gar keinen Bock drauf, noch das zu machen, ne? Wir haben schon so viele Quests jetzt nach und nach. Und das ist ja erst der erste Stadtteil. Wir haben ja noch zwei weitere vor uns. Wenn wir jetzt hier Angel Shores und dann kommt ja noch, wie heißt das, Spring Valley oder sowas, das aus dem 18er Teil der Stadt. Und dann haben wir noch einen, glaube ich. Also es wird ein längeres Let's Play. Also ich mache das aber in verschiedenen Etappen. Ich ziehe das jetzt nicht durch, sodass wir 90 Folgen jetzt hier erstmal Bus-Simulator auf dem Kanal haben. Dann splitte das einfach so, wie es gerade passt. Ich nehme jetzt Stadtteil für Stadtteil auf, quasi in separaten Let's Plays in dem Sinne. Aber einfach nur, damit es nicht zu lange auf einmal alles knallt hier. Wir haben bezahlt, ne? Ja. Zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Oh my God.
Wer macht denn auf so einer Anhöhe eine Haltestelle? So, gleich geschafft, noch zwei Haltestellen und dann haben wir's. Ging ja gar nicht so lange jetzt. Hatten schon längere Strecken. Aber würde ich nicht jeden Mal hier irgendjemanden die Vorfahrt klauen, dann würden wir deutlich länger warten, glaube ich.
Gut, das war's dann auch von dieser Route. Oh. So, da müssen wir den Bus hier auch noch einplanen. Und dann steigen wir hier wieder aus. Und dann beende ich hier die Folge. Wir müssen ja jetzt noch hier den Stadtteil auf 4 bringen. Das mache ich dann wieder zwischen den Folgen. Und dann sehen wir uns mit der fertigen Quest in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.